Leuchtturm. Das habt ihr euch ja alle so gewünscht. Und wenn das noch nicht so perfekt aussieht, dann liegt das daran, dass ich nicht im Turnverein bin, sondern dass ich mir das alles selbst beigebracht habe. Jetzt geht's los. Also erstmal müsst ihr euch natürlich warm machen, damit ihr euch beim Turnen nicht wehtut. Zuerst mache ich immer so. Das mag ich sehr gerne. Dann mache ich als zweites Aufwärmenübung, weiß ich nicht, wie man das nennt, das hier. Aber ihr könnt es natürlich auch anders machen. Ich mache es gerne in dieser Reihe. Dann mache ich natürlich noch die Handgelenke warm. Einmal so drehen und einmal so und dann so. Dann könnt ihr auch so machen. Und dann mit dem anderen Bein. So, wenn ihr euch genug warm fühlt, dann könnt ihr auch schon mit dem Turnen anfangen. Erst einmal müsst ihr Brücke lernen. Am einfachsten ist das, wenn ihr bei so einer Matte euch eine Erhöhung gebaut habt. Dann tut ihr die Füße auf die Erhöhung und rutscht mit dem Popo bis an die Erhöhung dran, aber nicht auf die Erhöhung drauf. Dann legt ihr euch hin, macht die Hände neben den Kopf, rutscht schon mal was dran, macht die Füße, als ob ihr sie hochheben wollt, aber lasst sie noch auf der Matte. Dann drückt ihr euch mit den Armen nach oben. So, und dann ist man in der Brücke. Und wenn ihr das gelernt habt, könnt ihr Brücke auf der zweiten Stufe und dann einfach auf der flachen Matte üben. Wenn ihr nicht so eine Matte habt, die man so klappen kann, könnt ihr das auch am Sofa oder am Bett üben. Das habe ich zum Beispiel, als ich die Matte noch nicht hatte, die habe ich ja erst zu Weihnachten bekommen, habe ich das immer an der Couch geübt. Aber dann, als ich das höher machen wollte, habe ich das an meinem Bett gemacht. So, rutsch. Ja, dran, das geht bei meinem Bett schlecht, aber ich merke das hier dran, wenn es zu Ende ist. Dann stellt ihr eure Füße auf und dann drückt ihr wieder hoch. Und dann könnt ihr umschlagen. Also ihr macht ein Bein hoch und drückt euch mit dem anderen ab. Und dann seid ihr da. Das zeige ich euch jetzt auch auf der Matte. Also ihr legt eure Füße wieder auf die Matte. Legt euch hin, rutscht mit dem Popo ganz nah ran. Macht die Füße so, damit ihr sie hochheben wollt, lässt ihr auf der Matte. Und drückt euch hoch. Und dann wandert ihr ein bisschen ran, das hilft auch. Dann geht ihr aber automatisch auf die Zehenspitzen und dann könnt ihr euch abstupsen. Ihr müsst jetzt erstmal, damit ihr Brücke ins Boden gehen könnt, rückwärts runtergehen üben. Da könnt ihr auch so eine, ja, nennt man das, Erhöhung aufbauen und dann könnt ihr das erstmal von der Erhöhung. Könnt ihr? Ich habe das so gelernt, dass ich meine Hände so mache, so ein Dreieck, und habe ich immer durch das Dreieck geguckt und dann bin ich runtergegangen. Aber nicht, wenn man kurz davor ist, runterzugehen, immer noch ins Dreieck gucken. Dann knallt man nämlich in den Kopf auf der Matte. So, dann ist man da und dann kann man wieder runtergehen. Und dann, wenn man das schon, wenn man sich sicher fühlt, wenn man es mal ein paar Mal geübt hat, kann man die Matte ausklappen. Und dann könnt ihr das auch nur von der Stütze machen. Wieder ins Dreieck gucken und Ende ausbrechen. Dann seid ihr da. So, und dann wieder runtergehen. Ach, und bevor ich es noch vergesse, zeige ich euch jetzt auch, wenn ihr beim Überschlagen, also nicht beim Überschlagen, sondern beim, also beim, wie nennt man das, dieses Rückwärtsgehen. Ja, wenn ihr euch im Bodengang schon sehr sicher fühlt, könnt ihr die Matte auch runter machen und dann das machen. Also dann geht ihr nur bis zu dem runtergemachten, dann gehen die Füße aber nicht hoch, dann könnt ihr es einfach da machen. Dann tut ihr die Hände neben den Kopf und dann drückt ihr euch hoch und dann stützt ihr einen Fuß ab. Und dann könnt ihr alles kombinieren und alles zusammen machen. Also Dreieck gucken, runtergehen und euch nach hinten stützen.
was ich auch noch gerne mache, ist Ratschlag mit beiden Händen und Ratschlag mit einer Hand. Und dann mache ich natürlich noch gerne Handstand. Was ich zurzeit am Üben bin, ist das hier. Da versuche ich mich hoch zu drücken, aber das geht noch nicht. Und wenn ihr gut aufgewärmt seid und gut gedehnt seid, könnt ihr auch mal Spagat ausprobieren. Es geht nur schlecht mit nackten Füßen, da muss ich nur so wandern.